rote Haare. Die mit dem tiefen Ausschnitt, meine ich. Und sie war ganz schaumbar. Er war schließlich ganz erledigt und sagte zu jemandem, der neben ihm stand, wissen Sie, ich stehe nicht drauf, aber wenn Sie Lust haben, bei der landen Sie im Handumdrehen. Weißt du, was der Mann sagte? Nein. Ich kenne die Dame, es ist meine Frau. Was hast du in deinem Kofferraum? Wieso? Was hat denn da? Was ist denn das? Dein Auto guckt das Hemd aus der Hose. Was ist denn das? Wie ist denn die da reingekommen? Weiß ich doch nicht. Die ist tatsächlich überall Blut. Die haben sie jetzt reingelegt. Reingelegt? Aber dann müssen wir ja die Polizei anrufen. Bist du verrückt? Ich bin doch... Ich hab mindestens 2 Promille. Aber wir können doch nicht... Halt die Schnauze! Hat das jemand reinfahren sehen? Wir nehmen sie raus und... irgendwo hin. Die fasst ich nicht an! Du sollst mir helfen! Die Füße! Nimm die Füße! Ist doch alles voller Blut! Ich habe 12 Punkte in Flensburg. Meinst du, ich will meinen Führerschein loswerden? Heb sie, sie ist doch nicht schwer. Wir müssen sie rausbringen und auf die Straße irgendwo hinlegen. Was ist denn das für eine? Thailand? Vietnam oder so? Wir müssen die Polizei holen. Das geht nie zu. Die Füße. Was ich dir sage, los in die Füße. Verflucht, warum gerade ich? Ich habe 48 Stunden durchgearbeitet. Der Chef, der kann mich. Der kann mich da erreichen, also wo ist das? Du wirst sehen, es glaubt uns kein Mensch. Wir sind dran, du wirst sehen. Ein gutes hat die Sache. Ich bin inzwischen stocknüchtern. Würgemale am Hals. Aber so wie es aussieht, ist wahrscheinlich die Verletzung an der Brust die Todesursache. Messerstich. Das sind die Herrschaften, die Tote gefunden haben. Guten Abend. Am besten, Sie fahren mit uns. Was habe ich dir gesagt? Ja, wir wollen ja nur wissen, wo Ihr Wagen gestanden hat. Ach so. Das soll meine Frau... Nein, du kannst hier bleiben. Egon ist ja bald wieder da. Unser Wagen gestanden. Und hier wohnen unsere Bekannten. Wie lange hat der Wagen da gestanden? Ja, also gekommen sind wir gegen 9, da war aber alles schon im vollen Gang. Und dann gefahren sind wir gegen 1. Ja, der Regen hat nicht mehr viel übrig gelassen. Ruf auf jeden Fall die Spurensicherung an. Ja, also man hat uns die Tote in den Kofferraum gelegt. Ah ja. Ich schließe nämlich nie ab. Weiß das Ihre Versicherung? Wie heißen Ihre Bekannten? Giebach, aber die schlafen doch längst. Wie
Tobias Klein, Zentrale, bitte. Ja, was denn, was denn? Im Kofferraum? Ermordet. Erwürgt oder erstochen. Ja, um Gottes Willen. Und was hast du damit zu tun? Ich? Bist du verrückt? Gar nichts. Ja, aber... Wie kommt die denn da rein? Weil uns die jemand reingelegt hat, als unser Wagen vor deiner Haustür stand. Vor deiner Haustür? Warum betonst du das denn so? War ja sein Wagen. Seine Haustür. Der war wohl ein größeres Fest hier. Ja, ziemlich. Wer ist denn der tiefgefrorene Herder? Den? Den kenne ich gar nicht. Den hat einer mitgebracht. Wie viele Personen waren hier? Ja, also mindestens eine ganze Menge. Noch so viel, nur auch wieder nicht. Vielleicht 30. Frauen dabei? Mhm. Ja, natürlich. Auch Asiatinnen? Wieso Asiatinnen? Weil die Tote in meinem Wagen eine Thailänderin war oder sowas. Und ob so eine heute Abend vielleicht hier war, wirst du gefragt. Naja, du warst doch hier. Ich bin doch nicht der Hausherr. Na, ich glaube, du spinnst. Also, Asiatinnen waren keine da oder so etwas. Das müsste der doch wissen. Ich kann mir doch nicht alles merken. Machen Sie mal eine Gästeliste, wer alles hier war heute Abend. Namen, Adressen. Von allen ja, Leuten? Ja, ich bitte darum, ja. Ja, einige, die kenne ich ja gar nicht. Wir hatten Open House, verstehen Sie? Nee. Open House? Dann ist es ja kein Wunder, wenn man solche... Also, was heißt solche, solche? Open House heißt offenes Haus, Herr Gubeck, nicht öffentliches Haus. Haben Sie mal Wasser? Wo soll ich denn jetzt Wasser herkriegen? Spurensicherung ist unterwegs, aber es wird dann nicht viel Sinn haben. Na, dann denken wir doch mal nach. Also, falls wir Herrn Gubeck Glauben schenken können, bitte nicht, warten Sie doch mal einen Moment. Also die Tote ist hierher gebracht worden, getragen worden. Denn wenn der Mörder selber einen Wagen gehabt hätte, hätte er sicher nicht den Kofferraum eines anderen ausgesucht. Ja, warum nicht? Na, weil er... Also, manchmal gehst du mal ganz schön auf die Nerven. Also gut, er hatte keinen Wagen bei sich, weil er es nicht wagen konnte, die Tote lange spazieren zu tragen. Warum hat er sie überhaupt spazieren getragen? Wieso? Ich meine, warum hat er sie nicht liegen lassen? Wo? Wo er sie umgebracht hat. Ja, wo hat er sie denn umgebracht? Auf jeden Fall doch nicht weit von hier, wenn er, wie du ganz richtig vermutest, keinen Wagen hatte. Du gehst mir manchmal auch ganz schön auf die Nerven. Vergelt's Gott. Also was tut so ein Mädchen? Ich meine, wenn es verfolgt wird und... Telefonieren. Bravo. Ja, schau dir das an hier. Ja. Könnte sie hier wohnen? Denk mal daran, wie sie angezogen war. Ja, es gibt ja kein Lokal, keine Bar in der Nähe, wo sie auftreten könnte. Außerdem ist es eine noble Gegend. Dann hat sie kein BH an, nur ein Slip und ein Kleid. Meinst du eine Nutte? Ja, ich weiß nicht. So eine Exotin, da kenne ich mich nicht aus. Sie sah doch eigentlich ganz gepflegt, fast kultiviert aus. Ja, fabelhaft sah sie aus. Nicht wahr? Ich habe 12 Adressen. Fangen wir gleich an mit der Überprüfung. Was ist denn das? Das sind Adressen aus der Zeitung unter Hostessen. Asiatinnen, die inseriert haben. Wie schreibt sich das? E mit 2 Punkten? Schon gut, ich brauch's ja nicht aussprechen. Namen der Mädchen klingen wie aus der Operette. Stefan, kommst du mal ganz schnell? Das ist ein Anruf auf die Zeitungsmeldung. Wir sind Sie. Wo sprechen Sie? Legen Sie nicht auf. Ich gebe Ihnen den zuständigen Beamten. Ja, Derek? Ich habe das in der Zeitung gelesen, das mit der Toten. Ist das wirklich eine Asiatin? Ja. Können Sie sie beschreiben? Lange, schwarze Haare. Bis auf den Rücken? Ja, und sehr klein. Ein grünes Seidenkleid? Ja, grün, mit einem Beinschlitz. Tief ausgeschnitten?
tief ausgeschnitten, ja. Warum rufen Sie an? Fragen Sie Dr. Scheibnitz nach dieser Frau. Robert-Koch-Straße 43. Warum soll ich, Scheibnitz. Ja, warum soll ich Dr. Scheibnitz fragen? Mehr sag ich nicht. Wie ist Ihr Name? Von wo rufen Sie an? Das ist doch sehr gut. Ich meine, das ist doch was. Robert-Koch-Straße 43. Ah, in der Straße hatte Gubeck seinen Wagen gefahren. Der Mann, dem er die Tote in den Wagen gelegt hat. Ja. Na also, ist doch eine ganze Menge. Ja, natürlich. Der Rest ist reine Routine. Komm. Das sind ungefähr 100 Meter bis zur Telefonzelle. Wollen Sie zu uns? Ja, wir möchten Dr. Scheibnitz sprechen. Tut mir leid, Herr Doktor ist nicht da. Machen Sie bitte trotzdem auf. Wir brauchen nichts. Kriminalpolizei. Und das hier ist ein Haussuchungsbefehl. Haussuchung bei uns? Das muss ein Irrtum sein. Hier wohnt Dr. Scheibnitz. Schon richtig. Der Name steht ja hier auf dem Papier. Muss ich denn da aufmachen? Ja, ich weiß nicht. Der Zutritt kann auch erzwungen werden, also was soll's. Kommen Sie. Bitte. Wenn ich Sie daran nicht hindern kann. Danke. Den Herrn Doktor sofort anrufen. Ja, tun Sie das. Da müssen Sie doch irgendwas vorweisen können. Man kann doch nicht ohne Grund behandelt werden wie ein Verbrecher. Es gibt doch so etwas wie ein... Grundgesetz. Grundgesetz. Herr Doktor hat sehr großen Einfluss. Das würde sich nicht so ohne weiteres gefallen lassen. Verbinden Sie mich mal mit dem Doktor. Frau Kulm, es ist sehr wichtig. Er ist mit dem Polizeipräsidenten befreundet. Sie werden es sehr bedauern, wenn Sie sich solche Übergriffe erlauben. Herr Doktor? Wir haben Polizei im Haus. Das hat man mir nicht gesagt. Bitte? Danke, sehr liebenswürdig. Mein Name ist Derek, Oberinspektor. Bei der Post. Von der Mordkommission. Ich verstehe nicht, was wollen Sie von mir? Wovon sprechen Sie? Thailänderin. Sagen Sie mal, hat sich meine Frau Kulm ihren Dienstausweis zeigen lassen? Was für ein Anruf? Na, es kostet mich Zeit, aber bitte. Gut. Werde in einer halben Stunde da sein. Er kommt her. Ah, können Sie das erleben? Vielleicht können wir uns inzwischen ein bisschen unterhalten. Ungern. Wer sind Sie und was machen Sie hier im Haus? Ich bin Frau Kulm. Ich führe hier den Haushalt. Aha. Schlafen Sie auch hier im Haus? Ja, ich schlafe hier. Ja, ich wollte, ich könnte es auch. Hm? Bitte? Entschuldigen Sie bitte. Waren Sie gestern Abend bzw. gestern Nacht? Waren Sie da hier? Ich habe meine Schwester besucht. Wann haben Sie denn das Haus verlassen? Wann sind Sie zurückgekommen? Also hören Sie, das gefällt mir nicht, wie Sie mich hier ausfragen. Ja, da sind wir uns einig. Mir gefällt es auch nicht. Also bitte, Frau Kulm. Hm? Also verlassen habe ich das Haus gegen 8 Uhr und zurückgekommen bin ich erst heute Morgen. Dann wissen Sie also gar nicht, was sich gestern Abend hier abgespielt hat. Gespielt? Was soll sich denn hier abgespielt haben? Oh, entschuldigen Sie. Was wollen Sie? Wer sind Sie? Inspektor Klein. Kriminalpolizei. Wer hat Sie hier reingelassen? Wo ist Frau Kulm? Ich habe Frau Kulm war so freundlich und hat mich reingelassen. Und wer sind Sie? Anita Scheibnitz. Die Tochter des Hauses. Ja. Sie wissen nicht, wo Dr. Scheibnitz den gestrigen Abend verbracht hat? Nein, das weiß ich nicht. Standen hier leere Flaschen rum? Haben Sie Gläser ausgespült? Wie viel? War an einem der Gläser Lippenstift? Ja, die Gläser waren schon gespült. Die waren gespült. Woher wissen Sie denn, dass welche benutzt worden sind? Das sehe ich, weil die Gläser anders im Schrank standen.
Dann hat also Dr. Scheibnitz gestern Abend Gläser gebraucht, abgespült, abgetrocknet und in den Schrank zurückgestellt. Anscheinend. Tut er das immer? Nein, nicht immer. Er tut's nie. Nein. Sehr nett. Sagen Sie, ist das ein Junge oder ein Mädchen? Sagen Sie, was wollen Sie hier eigentlich? Ja, ich bin gar nicht allein. Vielleicht wollen Sie mit rauskommen. Ja, gehen Sie schon voraus, bitte, ja? Stefan? Ja? Der Doktor hat eine Tochter. Ja, es gibt Schlimmeres. Ja, aber es ist die Stimme vom Tonband. Was? Frau Kulm! Ja, ich komme. Was gibt es denn? In dieser Straße ist heute Nacht ein junges Mädchen ermordet worden. Ja, was haben wir damit zu tun? Das habe ich auch gefragt. Ich habe ihren Vater angerufen. Was hat er gesagt? Er kommt her. Ach, so was Blödes. Doch völlig unnötig. Was wollen Sie denn von ihm? Darf ich zunächst Sie etwas fragen? Bitte, wenn es sein muss. Mein Name ist Derek. Wie heißen Sie? Anita Scheibnitz. 18 Jahre. Ich bin sehr gesund, wie Sie sehen. Ihre Mutter ist... Seit 5 Jahren tot. Ich lebe mit meinem Vater allein. Und mit Frau Kulm. Waren Sie gestern Abend zu Hause? Ich bin fast immer zu Hause. Sei denn, man trägt mich in einen Wagen. Trägt mich auch wieder heraus. Fräulein Scheibnitz, war Ihr Vater gestern Abend hier? Ja. Waren Sie mit ihm zusammen? Ja, das war ich. Wo? Da? In dem Zimmer? Dort in diesem Zimmer. Von wann ab bis wann? Die ganze Zeit, bis wir schlafen gingen. Es war ein sehr ruhiger, ein sehr schöner Abend. Sie müssen wissen, dass mein Vater sehr beschäftigt ist. Er hat wenig Zeit. Solche Abende sind sehr selten. Wann sind Sie schlafen gegangen? Sehr spät, so 1 oder 2. Wollen Sie noch etwas wissen? Ja, ob Besuch hier war gestern Abend. Sagen Sie, haben Sie nicht gehört? Ich war mit meinem Vater allein. Ach, laufen Sie, ich kann das selber. Sie gestern Abend die Gläser gespült? Was für Gläser? Haben Sie nichts mit Ihrem Vater getrunken? Darf ich fragen, was Sie das angeht? Gar nichts, Entschuldigung. Eine Thailänderin? Hier? In diesem Haus? Na, hören Sie mal. Schön wär's. Nein, da war niemand. Ich hab den Besuch. Gestern Abend, das stimmt allerdings. Von einem Geschäftsfreund, den Sie natürlich jederzeit befragen können. Ja, wie heißt denn der? Judix, sind seit Jahren befreundet. Aber nun beantworten Sie mir doch mal eine Frage. Da wird eine Frau gefunden, tot, in einem Kofferraum, von einem Auto, das nachts in dieser Straße gestanden hat. Wie kommen Sie da eigentlich zu mir? Wir haben heute Morgen einen Anruf bekommen. Ich habe das in der Zeitung gelesen, das mit der Toten. Ist das wirklich eine Asiatin? Ja. Können Sie sie beschreiben? Lange, schwarze Haare. Bis auf den Rücken? Ja, sehr klein. Ein grünes Seidenkleid. Ja, mit einem Beinschlitz. Tief ausgeschnitten. Ja. Warum rufen Sie an? Fragen Sie Dr. Scheibnitz nach dieser Frau. Robert-Koch-Straße 43. Warum soll ich Dr. Scheibnitz? Ja, warum soll ich Dr. Scheibnitz fragen? Mehr sag ich nicht. Was hast du gemacht?
Was bedeutet das? Telefonierst mit der Polizei? Nein, Papi, nein. Sie haben das Gespräch auf Band genommen. Es ist deine Stimme. Frau Kuhl! Wie hat sich meine Tochter heute Morgen gefühlt? Welcher Stimmung war sie? Deprimiert? Antworten Sie! Sie fühlte sich nicht besonders wohl. Welchen Eindruck machte sie? Sie war abwesend. Ich fragte noch, was haben Sie denn? Sie antwortete nicht. Nein? Ja. Meine Tochter neigt zu Gemütsstörungen, hervorgerufen durch ihre Behinderung, die sie seelisch nicht bewältigt. Ich hoffe, ich überfordere ihre Fähigkeit, solche subtilen Dinge zu verstehen, nicht allzu sehr. So kommt es dann zu Provokationen wie dieser. Sie will, dass man sich mit ihr beschäftigt. Und wie Sie sehen, sind wir alle dabei, genau das zu tun. Weißt du, was du anrichtest damit? Entschuldigung, Papi, entschuldige bitte, Papi, bitte. Gibst du zu, dass du dir irgendwas ausgedacht hast? Ja, Papi, ich geb's zu. Also, brauchen Sie ein ärztliches Attest, ein Protokoll, das Sie unterschreibt? Sagen Sie, was Sie brauchen. Anita, komm. Ruh dich aus, komm. Leg dich. Äußern Sie sich. Was wollen Sie noch? Ich sehe, in welcher Verfassung sich Ihre Tochter befindet. Will nichts von mir. Das Kind ist ein Problem für mich, wie Sie sehen. Ich meine, ich verstehe, wo das alles herkommt. Ich nehme an, Sie werden sich jetzt bei mir entschuldigen wollen. Noch nicht, Herr Doktor. Noch nicht. Wie verstehe ich das? Ihre Tochter gab eine Beschreibung der Toten. Grünes Seidenkleid, Beinschlitz, tiefer Ausschnitt. Die Kleidung der Toten ist in der Presse gar nicht erwähnt. Woher weiß denn Ihre Tochter, was das Mädchen anhatte? Wenn ich jetzt auf Wiedersehen sage, Herr Doktor, dann ist das doch ein ganz guter Abgang, finden Sie nicht? Wiedersehen. Wilmers hat eins von diesen asiatischen Fräuleins mitgebracht. Du weißt schon, eine von diesen Unaussprechlichen. Sie kennt die Tote. Ich auch schon. Eine von den Hostessen. Wir klappern alles ab. Nein, bitte bleiben Sie doch sitzen. Sie sprechen Deutsch, ja? Ja. Ah, Sie heißen Pham Thi. Sprecht das richtig aus, ne? Ja. Man hat Ihnen da ein paar Fotos von einer Toten gezeigt. Hier ist Ihr Pass. Kennen Sie das Mädchen? Ja, das ist Phu Tham Nu. Ich habe sie zuletzt in Bangkok gesehen. Sie beantragte die Ausreise. Wann war das? Vor einem halben Jahr. Ich stand neben ihr am Schalter. Sie wartete auf ihren Pass. Wie war der Name? Schreiben Sie ihn doch mal bitte auf. Ja, bitte, Sir. Was wollte sie denn in Deutschland? Sie hat einen Ausbildungsvertrag von der Universitätsklinik in München. Von wem? Wer hat ihr den Vertrag gegeben? Sie hat mir den Mann gesagt, hat auf sie draußen gewartet. Ah, Sie haben den Mann kennengelernt? Ja, ich sagte, kann ich nicht auch so einen Vertrag haben? Ich möchte gern etwas tun, damit ich meine Eltern unterstützen kann. Ich und noch meine jüngere Geschwister. Ich sagte, sehen Sie, Sir, ich lerne seit 2 Jahren Deutsch. Nehmen Sie mich. Das ist eine große Chance für mich und auf die ich schon sehr lange warte. Aber der Mann sagte, nein, er hat keinen Vertrag mehr.
Und erlauben Sie mal. Ja, bitte. Diese Futamnu, sprach sie Deutsch? Kein Wort. Also, können Sie mir den Mann beschreiben? Wissen Sie seinen Namen? Wie alt war er? Er war nicht sehr alt. Vielleicht 30. Seinen Namen weiß ich nicht. Judix heiße ich. Aber ich sage Ihnen gleich, ich weiß nicht. Herr Derek? Nein, danke. Tag. Und stimmt das von der Mordkommission? Ja, ja. Ein Wort, das mich beeindruckt. Ja. Man stellt sich gleich irgendwas Sensationelles vor. Ah ja, das... Darf ich Ihnen irgendetwas anbieten? Nein, danke. Ja. Bitte. Dr. Scheibnis, er hat mit Ihnen telefoniert, ne? Ja, natürlich. Sie hatten ihn kaum verlassen, da rief er mich an. Was sagt er? Und dass in seiner Straße in der vergangenen Nacht ein junges Mädchen ermordet worden sei. Erstochen, sagte er. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Ach, entschuldigen Sie bitte, wenn ich mir alles so ansehe. Ist ein schlechter Angewohnheit. Aber ich denke Sie. Erwähnt er seine Tochter? Ja, er sagte, sie habe die Polizei gerufen. Kennen Sie Anita Scheiblitz? So lange wie ihren Vater. Ein unglückliches Mädchen. Mit einer unglaublichen Fantasie. Sie haben Dr. Scheiblitz gestern Abend besucht. Ja, gegen 9. Und ich blieb bis weit nach Mitternacht. Was war denn der Grund Ihres Besuchs? Geschäfte. Wir haben eine gemeinsame Firma. Waren Sie mit ihm allein? Ja. Anita Scheiblitz? Ja, die hielt sich in ihrem Zimmer auf. Wie meistens. Das Mädchen ist keine reine Freude bei Gesellschaften. Und sie wäre gestern Abend auch völlig fehl am Platze gewesen. So, ich stelle jetzt eine dumme Frage. Ja? Ich stelle oft dumme Fragen, aber per Saldo, ne? Kann man sagen, dass sich Vater und Tochter hassen? Ich will nicht Nein sagen, ich kann aber auch nicht Ja sagen. Sie kennen das Mädchen nicht. Sie haben es nie gesehen. Nein. Wo liegt sie da? Auf dem Boden einer Garage. Ich habe gehört, dass irgendwelche Leute die Tote in ihrem Kofferraum gefunden haben. Ja? Wenn mir das passieren würde, ich bekäme einen Herzschlag. Kann ich verstehen. Nein. Nie gesehen. Woran ich mich ganz bestimmt erinnern würde. Ich glaube, jetzt kann ich doch einen Schluck gebrauchen. Und Sie auch, fürchte ich. Nehmen Sie doch Platz, Herr Judix. Danke. Eine Futamnu ist nirgendwo gemeldet. Aber es stehen noch ein paar Überprüfungen aus. Übrigens, ich habe da einen Bericht über Dr. Scheibnitz auf dem Tisch. Darf ich vielleicht Sie Platz nehmen? Entschuldige. Nee, das macht nichts, das ist Herr Judix. Er war gestern Abend bei Dr. Scheibnitz allein. Und er wird uns unterschreiben, dass er mit ihm allein war und dass sich nichts Außergewöhnliches ereignet hat. Kommen Sie. Imbler will ich sprechen. Ja. Da führen Spuren rüber nach Walheim und Rosenheim. Du, ruf in 10 Minuten wieder an. Ja, danke. Entschuldigen Sie bitte, nach dem Mordfall ist hier der Teufel los. Ja, aber wir haben jetzt den Namen der Toten. Sie heißt Futamnu. Die Klinik hat gar keine Ausbildungsschwestern von dort. Sie hatten mal Koreanerinnen, aber eine Futamnu ist ganz unbekannt. Ja, ruf auf die anderen Krankenhäuser an. Die Schwesternschule am Rotkreuzplatz. Ja, ist in Ordnung. Setzen Sie sich doch. Ja. Futamnu soll in Bangkok mit einem Ausbildungsvertrag für die hiesige Universitätsklinik nach Deutschland geholt worden sein. Und nicht Sie allein. Setzen Sie sich doch. Ja. Es liegen Vermisstenanzeigen von weiteren 8 jungen Mädchen vor. Sie alle hatten Ausbildungsverträge. Sie haben eine gemeinsame Firma mit Dr. Scheibnitz. Hm? Ja, zur Herstellung von Straßenplatten. Der gestrige Abend war ein geschäftlicher Natur. Diese Frage habe ich bereits beantwortet. Stellen Sie mit voller Absicht noch einmal, waren Sie mit Dr. Scheibnitz allein? Antworten Sie nicht, stehen Sie auf, kommen Sie mit. So, das ist Herr Judix. Er sagt, er war gestern Abend bei Dr. Scheibnitz und zwar allein. Keine Asiatin dabei? Mm-mm. Wollen Sie ihn hin? Das ist Fräulein Famti. Sie hat die Tote identifiziert. Sie ist dabei, uns zu helfen. Wie kommt denn vorwärts? Sie hat ihn sehr gut beschrieben. Wenn wir Glück haben, ist er in der Kartei. Aha. Ist doch gut, ne? Kommen Sie. Jetzt setzen wir Ihr Protokoll auf. Kann dieser Mann der Mörder sein? Wen meinen Sie? Den oder den? Unterschreiben Sie. Freigegeben. Ah ja, danke. Sie kennen es? Nein. Das ist Kleid der Toten.
Anita Scheibnitz rief uns an. Sie beschrieb uns die Tote und das Kleid. Ja, muss also die Frau gesehen haben. Wir fragen uns nur, wo, da sie doch die ganze Zeit im Hause war. Aber Anita Scheibnitz ist ja nicht ganz zurechnungsfähig. Und die Beschreibung des Kleides kann reiner Zufall sein. Grün, Rot, Gelb, Blau, so viele Farben gibt's ja gar nicht. Ne? Wollen Sie jetzt unterschreiben? Ja? Nein. Nein, es geht nicht. Ich bin schon besetzt. Tut mir leid. Mein Vater sagte, das wird zu Ende gehen. Alles wird hier zu Ende gehen. Und ich möchte, dass ihr das Land verlasst. Er hat sehr früh angefangen, uns Sprache lernen zu lassen. Französisch zuerst, dann Englisch und Deutsch. Die zwei Schwestern sind nach Kanada gegangen, eine nach New York. Ich bin nach München gekommen und mir ist nicht gut gegangen. Ich war so verzweifelt, um mich gegen das zu wehren, was ich jetzt tue. Was ist denn los? Den ganzen Nachmittag rufe ich an. Oh, Entschuldigung, du bist beschäftigt. Wo warst du denn? Auf der Kriminalpolizei. Aua, Freundchen, du wirst ja nicht mehr gebraucht. Was soll denn das? Ja, wollen wir nicht seine Personalien? Nein, den kenne ich doch. Hören Sie, Sie können mir gar nicht. Ich bin viel zu müde, mich mit dir zu unterhalten. Chef, wenn er sich ein wenig zurechtzufinden. Ja, und ich helfe dir ein bisschen, dich zurechtzufinden. Hier geht's lang, links rum, geradeaus, bis zum Lift. Und dann müssen wir den Fuß gehen. Ich habe mir gedacht, dass ich Sie noch mal sehen werde. Sie sind schwer zufriedenzustellen. Wie? Versuchen Sie es doch mal. Gehen wir rein. Danke. Kommen Sie, meine Herren. Meine Tochter kennen Sie ja. Guten Tag, Frau Scheibnitz. Guten Tag. Was macht denn Ihre Tochter hier auf der Baustelle? Ich nehme sie jetzt immer mit, damit sie teilnimmt an meinem Leben. Mir ist schlagartig klar geworden, dass ich sie vernachlässigt habe. Hey, Stockmann! Ja? Bringen Sie meine Tochter raus. Warum? Ich will hier bleiben. Nehmen Sie sie hoch. Nein, ich möchte nicht. Dann tun Sie, was ich sage. Fassen Sie sie an. Mir passt niemand an. Gut, mein Kind, da bringe ich dich raus. Ich hätte Ihrer Tochter gerne eine Frage gestellt. Was für eine Frage? Gehen Sie raus, Stock. Wir wollten ihr gern etwas zeigen. Kennen Sie diesen Mann? Was ist das? Was bedeutet das? Sie fragen wir selbstverständlich auch. Nein, nie gesehen. Das soll es sein.
Kennst du diesen Mann? Nein, den kenne ich nicht. Sie haben es gehört, mein Herr. So, mein Kind. Ich bringe dich hinaus. Der räumt ganz schön was weg. Mhm. Die kennen ihn beide. So, bleibe bitte hier sitzen, bis diese Leute weg sind. Was die von dir wollen, Papa? Ich erzähle es dir, ganz bestimmt. Stockmann, wählen Sie diese Nummer und rufen Sie mich raus, sobald das Gespräch da ist. Herr Judix erzählte mir, dass Berichte über mich auf Ihrem Schreibtisch liegen. Ja, das ist richtig. Ja. Sie ziehen also Erkundigungen ein. Darüber wollte ich gerade mit Ihnen sprechen. Ein Gespräch für Sie, Herr Doktor? Entschuldigung. Gut. Warum lässt man sich das Gespräch nicht hier reinlegen? Ein kleiner Trick. Das war aber ein kurzes Gespräch. Berichte über mich? Was heißt das? Was wollen Sie wissen? Und vor allem, warum fragen Sie mich nicht selber? Ich bin ja dabei. Sie haben nicht nur eine Straßenbaufirma, wie ich hier lese. Nein, aber das ist mein Hauptgeschäft. Na, hören Sie. Ich habe Geld in vielen Firmen stecken. Der verschiedensten Art. Der verschiedensten Art, richtig. Sie sind auch an Nachtlokalen beteiligt. Was gefällt Ihnen daran nicht? Der Partner, den Sie haben. Sie meinen Herrn Birkmann? Ja, Birkmann. Über den gibt es eine dicke Akte bei uns. Das interessiert mich nicht. Ich habe mein Geld bei ihm untergebracht, in gutgehende Nachtlokale. Seine Vorstrafen kümmern mich nicht. Aber Sie wissen davon. Ich weiß, dass meine Beteiligung sich lohnt. Sehr lohnt. Wenn Sie mir erlauben, mein Geschäft nach seinen Zuwachsraten zu beurteilen. Haben Sie Ihr Geld auch in seinen Bordellen stecken? Ich verstehe Sie nicht. Sie sind doch staatlich konzessioniert, oder wollen Sie mir mit Moralfragen kommen? Nein, mit Sachfragen. Sind in diesen Bordellen auch Asiatinnen? Ach, jetzt verstehe ich. Sie versuchen da irgendeinen verdammten Weg zu konstruieren, der bis zu mir führt. Aber da irren Sie, meine Herren. Sie sind auf einem völlig falschen Dampfer. Ahoi, Leute. Schon mal irgendwo gesehen? Hm. Sagen Sie, kommt Ihnen das Gesicht bekannt vor? Nein. Entschuldigen Sie die Störung. Kennen Sie einen Mann, der so aussieht? Sie auch nicht? Und Sie? Hm. Schon mal gesehen? Ist mir noch nie untergekommen. So genau wollte ich es nicht wissen. Na du? Na du? Willst du gehen? Ich nicht. Oberinspektor Derrick? Ja. Sie sind Herr Birkmann. Was ist denn los? Sie zeigen hier Fotofärbung. Ja. Tja, vielleicht kennen Sie die beiden. Das Mädchen hier ist tot. Wer soll das sein? Dafür ist der hier umso lebendiger. Kennen Sie ihn? Tut mir leid, Ihnen nicht helfen zu können. Ja, ich sehe die Tränen in Ihren Augen. Ernst? Ich bin doch nicht interessiert daran, Zores zu kriegen mit der Polizei. Kann ich mir doch gar nicht erlauben.
Sie machen mir die Kundschaft nervös. Wollen wir nicht in mein Büro gehen? Leg mal. Wohl auch noch nicht gesehen, was? Bitte kommt. Trauen Sie sich nicht, was zu sagen. Sie denken, Sie müssen gleich vor Gericht. Die haben eine scheiß Angst. Nehmen Sie ihn. Sagen Sie, haben Sie auch Asiaten unter Ihren Mädchen? Nein, ein paar Schwarze, ja, Mischlinge aus der Besatzungszeit. Asiatin, nein. Wollen Sie was mittrinken? Nein, danke. Obschon, ich könnte welche gebrauchen. Exoten gehen sehr gut, aber leider. Na ja. Ich will Ihnen auch sagen, warum. Zu viel Ärger mit der Fremdenpolizei. Aufenthaltserlaubnis, Arbeitserlaubnis, Sprachschwierigkeiten. Brauchen Sie sowas? Ja, aber sowas, das haben Sie wohl nicht. Ich sag doch nein. Nein, nein, ich meine nicht nur hier. Vielleicht in den anderen Häusern. Das habe ich schon verstanden. Ich wiederhole nein. Darf ich? Ja, warum nicht? Sagen Sie mal, dieser Dr. Scheibnitz, das ist ein Geschäftspartner von Ihnen. Er hat Geld in meinem Geschäft, das ist richtig. Hat er Sie angerufen? Gestern oder heute? Verstehe nicht. Na, vielleicht hat er Ihnen erzählt, was ihm da passiert ist. Was ist ihm da passiert? In der Straße vor seinem Haus wurde eine, naja, sagen wir, Thailänderin ermordet. Und ausgerechnet seine Tochter, rief uns alle, meinte, ihr Vater könne etwas dazu sagen. Scheibnitz? Ja? Nein, davon weiß ich nicht. Kennen Sie einen Judix? Den Nymphenburger Judix? Ja, den kenne ich. Auch ein Geschäftsfreund von ihm? Aber der doch nicht. Das ist doch beste Gesellschaft. Was ist denn Dr. Scheibnitz? Wissen Sie, von einer gewissen Summe an höre ich auf, mir Gedanken zu machen. Oh, lieber Gott. Ich sitze ja wie im Schafstall. Diese Luft würde sich jedem Schaf verbieten. Was Neues? Hm? Da war ein Anruf für euch. Ich hab's ja aufgeschrieben. Ist aber noch so viel los um die Zeit? Aber ist auch nicht wie so muss schön sein oder sowas. Dieses Mädchen hat angerufen. Vom T. Ja, die Hira. Ja, was wollt ihr denn? Der Mann, den er sucht, heißt Jerry Chapman. Der Mann, den sie beschrieben hat? Ich hab ihn gesehen, sagt sie. Die Nummer habe ich. Ja, ich hab's gerade hier. Ja. Wann war denn der Anruf? Du gegen 10, ich habe noch versucht, dich zu erreichen. Wo war sie? War sie zu Hause? Zu Hause, ja, ich sagte, bleiben Sie. Hat sie gesagt, wo sie es erfahren hat? Nein, hat sie nicht. Ja, hoffentlich hat ihr die Zeichnung nicht gesehen. Meldet sie sich nicht. Sie sagte, sie geht nicht weg. Sie wartet auf euren Anruf. Komm, Harry. Stefan. Ah. So Musik mit zu machen. Stefan. Hallo. Bist du schon wieder munter? Ich muss auf den Kalender nachschauen, wenn ich das letzte Mal geschlafen habe. Ist Harry schon da? Ist gerade gekommen. Er soll den Dienst anrufen. Birkmann. Ja. Nein, in Scheibnitz. Scheibnitz soll in Birkmann. Aber nun warte doch mal einen Moment. Also der Scheibnitz, der soll zu Hause auf uns warten. Ja, ist in Ordnung. Besorg mir eine Kanne Kaffee. Er steht schon da. Du musst immer das letzte Wort haben. Bist du wach, Stefan? Wenn nicht, dann wirst du es gleich werden. Scheibnitz ist da. Von selbst gekommen? Ja. Schon was gesagt? Nee, nicht das Geringste. Kommen Sie mal ein bisschen näher. Sie sind Jerry Chapman, ja? Ja. Weswegen kommen Sie? Seit gestern Abend werde ich da verschiedentlich angesprochen. Sollen ein paar Bullen unterwegs sein. Mit einer Zeichnung von mir, die mir ziemlich ähnlich sieht. Na und? Falls ich gemeint sein sollte, da bin ich. Haben Sie ein Alibi für die Zeit zwischen 22 und 24 Uhr vorgestern Abend?
Ein ganz sicheres. Legen Sie mal auf den Tisch, was Sie in den Taschen haben. Alles was, und schnell. Was heißt das? Was, wieso? Ich protestiere gegen diese Behandlung. Steht Ihnen frei. Hat er einen Pass? Ja. Schau dir seine Wohnung an. Okay. Wieso? Wozu? Wer gibt Ihnen die Erlaubnis, der meine Wohnung an? Der Staatsanwalt. Drehen durch die Mühle, Harry. Was heißt das? Reine Routine. Ab. Profil rechts. Mitte. Halbprofil links. Genieren Sie sich nicht. Sie spielen nicht zum ersten Mal Klavier. Also kommen Sie. Ziehen Sie sich aus. Was nicht noch alles? Jacke, Hemd. Alles. Wozu? Sie haben gar kein Recht dazu. Machen Sie kein Theater, wir haben noch mehr zu tun. Untersuchung der Fingernägel hat ebenfalls ergeben. Moment, der kommt gerade. Sag's ihm selber. Nichts, Fehlanzeige. Scheiße. Da. 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 Bring alles zur Untersuchung her, Echterling. Auch die Schriftsachen, Kalender und dergleichen. Stefan? Hm? Flughafen. Ja. Erik? Ja, Wilmer. Du hier ist möglicherweise ein Anhaltspunkt für dich. Auf der Strecke Bangkok-München. Dieser Mann wurde wahrscheinlich von jungen Mädchen begleitet. Thais oder ähnliche, nicht? Das könnte doch. Du, Augenblick mal. Was gefunden? Ihr Mann müsste ein Visum in seinem Pass haben. Hat er das nicht? Hier ist jedenfalls kein Passagier namens Shepard feststellbar. Ja. Du, hier sagt mir gerade ein Herr von der. Ja, ja, ich habe ja mitgehört. Danke. Schau mal in seinen Pass, Harry, ob er ein Visum nach Thailand hat. Habe ich nicht. Ja, in dem jedenfalls nicht. Oben auf, Shepard? Ja. Und wohl am Ende Ihrer Weisheit, ne? Nee, mal sagen, wie ich die Sache sehe. Sie arbeiten für Birkmann und seine Bordelle. Ach so, tue ich das. Köder von Ausbildungsverträgen holen Sie junge Mädchen aus Asien, Korea, Thailand, Hongkong nach Deutschland. Fabelhafter Job. Können Sie mir den nicht vermitteln? Die suchen Sie immer Mädchen aus, die kein Wort Deutsch sprechen, die infolgedessen vollkommen hilflos sind. In einem Land, das sie nicht kennen und für Menschen, deren Sprache sie nicht verstehen. Aha. Klingt, als ob man damit viel Geld machen könnte. Schade, dass das nicht mir eingefallen ist. Ich werde sie schon noch draufbringen. Raus. Ach so, kann jetzt gehen? Ja, mit uns. Steigen Sie aus. Kommen Sie. So, hier ist das Mädchen umgebracht worden. Warum erzählen Sie mir das? Kommen Sie, kommen Sie. Vielleicht erinnern Sie sich langsam. Sie sind hinter dem Mädchen hergelaufen, es war in Ihnen kommen, suchte Hilfe. Irgendwo, von irgendwem. Ausgezeichnet. Sache fängt an, mich zu interessieren. So. Ja, noch fühlen Sie sich sicher, weil Sie eines nicht wissen. Weiß vieles nicht. Das stimmt. Sie wissen zum Beispiel nicht, dass Sie einen Zeugen hatten. Schalbnitz, ich möchte Ihnen jemanden vorstellen, den Sie sicher kennen. Wir wollen gerade zum Essen fahren. Wen soll ich kennen? Das ist der Shepard. Nicht bekannt? Nein, nicht bekannt. Und Ihnen? Fräulein Schalbnitz? Nimm mich in den Anbruch, bitte. Nimm mich in den. Aber nein, mein Kind, wir werden jetzt zum Essen fahren, wie wir es vorhatten. Ich bringe dich nicht hinein. Nein, nein, Papa, ich will rein, bitte. Ja, was soll ich machen? Er lässt eine Vernehmung seiner Tochter nicht zu. Er hat gleich zwei ärztliche Gutachten. Die Überwachung von Shepard, läuft ihm? Ja, läuft alles. Was sprichst du so von? Aber Harry, Harry, er weiß, dass er eine Zeugin hat, eine Zeugin, von der er bisher nichts wusste. Ja, vielleicht hat er ihm gesagt, dass er keine Angst hat. Harry, das Mädchen war völlig außer sich, auch Shepard hat das gesehen. Wo ist sie denn jetzt? Zu Hause? Nee, hat er einen verlassen, ins Krankenhaus, zur Beobachtung. Welches Krankenhaus? Ja, da kommst du nicht rein.
Ach, das ist ja wunderbar. Ich komme nicht rein, aber Chefmann vielleicht. Was? Also manchmal hast du einen ungewöhnlich intelligenten Ausdruck im Gesicht, besonders wenn du müde bist. Nochmal, welches Krankenhaus? Ah, ich hätte mir denken können, dass Sie es auf jede Weise versuchen. Herr Professor, das ist Oberinspektor Derrick. Haben Sie das ärztliche Gutachten nicht bekommen? Guten Abend, Herr Professor. Bitte, nehmen Sie mal. Danke. Doch, ich habe es bekommen. Wollen Sie es anzweifeln? Nein. Dann frage ich Sie, weshalb Sie hergekommen sind. Wo liegt Ihre Tochter in welchem Zimmer? Nur hören Sie. In welchem Zimmer, frage ich. Im Erdgeschoss, Zimmer nach vorn, Zimmer nach hinten. Ich verstehe Sie nicht. Wie sollten Sie auch. Harry, wo bist du? Erzähl mal, von wem du sprichst. Wie von wem? Wörter von Schettmann. Er geht an der Außenmauer entlang. Wo liegt das Mädchen? Wart mal einen Moment. Wo liegt sie? Rückgebäude? Jetzt sagen Sie mir endlich, was bedeutet denn das? Seit 6 Stunden lassen wir Schettmann überwachen. Vor einer halben Stunde ist er hierher gefahren. Hier? Ja, steht hier vor der Klinik. Haben Sie ihm gesagt, wo sich Ihre Tochter befindet? Nein. Ich habe es Bergmann gesagt. Auch wo sie liegt? Zimmer? Zimmernummer? Sie liegt in dem Zimmer, in dem sie immer liegt. Das ist ja so gut wie zu Hause hier, nicht wahr? Was will Schettmann hier? Wo liegt sie? Im unteren Flur, Zimmer 6. Nein. Hör zu, sie liegt im unteren Flur, Zimmer 6, Erdgeschoss, ja. Jetzt sagen Sie mir endlich, was das bedeuten soll. Glauben Sie denn, sagen Sie mal, wo leben Sie denn eigentlich? Der Kerl hat doch schon eine Zeugin beseitigt. Ach, Sie sind ja verrückt, Menschenskind. Glauben Sie denn im Ernst, dass... Herr Professor? Unterer Flur, Zimmer 6, Erdgeschoss. Wollen Sie bitte meinen Leuten den Weg zeigen, Herr Professor? Ja? Ja. Danke. Kommen Sie bitte. Sie wollen doch nicht sagen, dass der imstande wäre... Wissen Sie eigentlich nicht, an was für einer Branche Sie sich da beteiligt haben? Er sie holte, rüberholte und auch, was er mit ihnen vorhat. Aber ich gebe zu, es hat mich nicht sehr aufgeregt. Es war mir letzten Endes ganz egal, ich sage Ihnen das ganz ehrlich. Und ich ließ sie bringen, ins Haus bringen. Der Julix war ganz verrückt. Und mir gefiel es auch. Ich konnte ja nicht wissen, dass da plötzlich eine durchdreht und auf die Straße rennt. Ich sagte noch zu Schettmann, Menschenskind, hol die zurück, die schreit uns doch alles zusammen. Und? Was macht dieser Idiot?
Nacht, Stefan. Thank you.